Im zweiten Video dieser Reihe bringen wir dir die Grundlagen von Affinity Designer bei, die du benötigst, um eine schnittfähige SVG-Datei für den Mr. Beam zu erstellen. Damit klar ist, worum es in diesem Video geht, solltest du zuerst das Einführungsvideo dieser Videoreihe gesehen haben. Wir haben es dir in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du es gesehen hast, dann kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Beim Öffnen von Affinity und somit dem Erstellen eines neuen Dokuments kannst du die Größe des Dokuments auswählen. Erstelle es dabei nicht größer als die Arbeitsfläche des Mr. Beam, da Elemente ansonsten eventuell außerhalb des Bildschirms angezeigt werden. Wenn wir noch nicht wissen, wie groß das Endprodukt wird, verwenden wir meistens DIN A3 mit Millimetern als Maßen, da die meisten Materialien, die du bei uns im Shop erwerben kannst, diese Größe haben. Wenn du jetzt deine Arbeitsfläche vor dir hast, sind bereits alle Voreinstellungen aktiv, die du für die Pfadbearbeitung brauchen wirst. Du solltest lediglich noch überprüfen, ob die magnetische Ausrichtung aktiviert ist. Mit dem kleinen Pfeil daneben kannst du noch Anpassungen vornehmen, wie sich diese beim Anpassen von Objekten genau verhalten sollen. Jetzt können wir mit der Dateierstellung beginnen. Wie anfangs schon erwähnt, geht es dabei heute um die Pfaderstellung und Bearbeitung. Dafür reichen im Grunde 10 der Werkzeuge im linken Werkzeugkasten aus, die zum Teil auch noch sehr ähnlich sind. Beginnen wir mit den Werkzeugen 1 und 3. Nummer 1, das Auswahlwerkzeug, ist dabei der Standard-Mauscursor, mit dem du ganze Objekte verschieben, skalieren und drehen kannst. Werkzeug 3, das Knotenwerkzeug, lässt sich dagegen einzelne Punkte und Segmente, wie zum Beispiel Teilpfade, bearbeiten. Um die einzelnen Knoten auch bei vorgegebenen Formen bearbeiten zu können, musst du vorher im Rechtsklick-Menü des Objekts die Form in Kurven umwandeln. Mit beiden Werkzeugen kannst du auch mehrere Objekte bzw. Segmente gleichzeitig auswählen und bearbeiten. Wenn es um die Neuerstellung von Pfaden geht, wollen wir nun mit den schon angesprochenen Formenwerkzeug, also Werkzeug Nummer 13 bis 16, fortfahren. Hier hast du die Auswahl zwischen einigen verschiedenen Formen. Werkzeug 16 kannst du dabei mit einem Rechtsklick ausklappen, um noch mehr Formen auszuwählen. Erstelle nun deine Form, indem du sie einfach auf der Arbeitsfläche aufziehst. Natürlich kannst du sie auch danach noch weiter bearbeiten. In einem der oberen Menübänder kannst du für alle erstellten Objekte noch einige Details anpassen. Wenn du in der Erstellung der Pfade noch freier sein willst, kannst du auch Werkzeug 6 und 7 verwenden. Mit beiden Werkzeugen kannst du freie Pfade zeichnen. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass du mit dem Zeichenstiftwerkzeug grundsätzlich erstmal gerade Pfade erstellst, die sich dann anhand einer Hilfslinie oder mit Hilfe eines anderen Modus krümmen lassen. Beim Bleistiftwerkzeug kannst du komplett freie Pfade zeichnen. Bitte verwende zum freien Erstellen von Pfaden niemals das Vektorpinselwerkzeug, da die Pfade hierbei zu Fehlern in der Mr. Beam Software führen können. Natürlich eignet sich auch Text, also Werkzeug 17, für die Pfaderstellung. Diesen musst du über den Menüpunkt Ebene in Kurven umwandeln, aber zuerst zu einem Pfad machen. Willst du nur die Outlines des Textes schneiden, kannst du ganz einfach die Fläche entfernen und stattdessen die Kontur setzen. Im nächsten Schritt erklären wir nochmal genau, wie du Kontur und Fläche separat behandeln kannst. Die restlichen Werkzeuge wirst du für die Grundlagen erstmal nicht benötigen. Rechts neben den Werkzeugen hast du noch die Möglichkeit, die Flächen und Konturen der Objekte zu setzen. Für den reinen Schnitt mit dem Mr. Beam solltest du bei sämtlichen Pfaden die Flächen immer entfernen und nur die Kontur setzen. Anpassungen an der Dicke der Kontur sind für das Schneiden von Materialien nicht nötig, da die Dicke von Pfaden in unserer Software ohnehin nicht beachtet wird. Solltest du doch noch etwas an der Kontur verändern wollen, kannst du auf die Dicke des Pfades klicken, um ein Menü aufzuklappen. Lasse die Kontur zum Schneiden aber immer mittig ausgerichtet, da es hier sonst zu Fehlern kommen kann. Außerdem werden gestrichelte Linien nur als durchgängige Linie geschnitten. Auch die Farbe der Kontur ist nur dann relevant, wenn du verschiedene Pfade verschieden bearbeiten willst. Unsere Software erkennt die Farbe von Pfaden in SVG-Dateien, sodass du diese dann in verschiedenen Arbeitsschritten bearbeiten kannst. Zum Schluss wollen wir dir noch zwei praktische Funktionen vorstellen, die dir den Workflow in Affinity Designer vereinfachen können. Mit Hilfe der ersten Funktion kannst du Konturen in Flächen umwandeln. Wähle dazu deine Kontur aus und klicke oben in der Menüleiste auf Ebene, Kontur erweitern. Jetzt hast du dein Objekt als Fläche vorliegen. Im Gegensatz zur Gravur einer Kontur kannst du bei dieser Fläche durch die vorherige Auswahl der Konturstärke bestimmen, wie dick die Linie graviert werden soll. Da es in diesem Video aber hauptsächlich um Schnittdateien gehen soll, kannst du diese Funktion auch noch anderweitig nutzen. Wenn du jetzt nämlich erneut die Kontur dieser neuen Fläche setzt, erhältst du so gesehen eine doppelte Linie. Dies ermöglicht dir somit indirekte dickere Schnitte zu machen. Je dicker also deine Anfangskontur ist, desto weiter auseinander liegen auch deine neuen Konturen, wodurch am Ende die resultierende geschnittene Linie auch dicker wird. Die zweite nützliche Funktion, der Geometrie-Tab, ist ebenfalls in der Ebenenleiste zu finden.
Mit Hilfe dieses Tabs kannst du mehrere Objekte zu einem einzelnen kombinieren. Dabei gibt es mehrere verschiedene Varianten, wie diese Funktion anwendbar ist. In den meisten Fällen wirst du aber das klassische Hinzufügen verwenden. Das ermöglicht es dir, die Laserdatei stark zu vereinfachen und Konturen zu entfernen, die gar nicht geschnitten werden sollen. Wenn du nun dein erstes Design erfolgreich erstellt hast, muss es nur noch in eine SVG-Datei umgewandelt werden. Klicke dazu im oberen Menü auf Datei und Exportieren. Wähle hier als Vorgabe SVG, digital kleine Größe und als Bereich nur den Bereich der Auswahl. Klicke dann erneut auf Exportieren und wähle ein Verzeichnis sowie Dateinamen. Leider ist der SVG-Export in Affinity Designer zum Erscheinungszeitpunkt dieses Videos nicht ganz sauber, weshalb die Datei später in der Mr. Beam Software größer angezeigt wird, als sie eigentlich ist. Um deine Objekte wieder auf die richtige Größe zu bringen, kannst du die Maße einfach in Affinity ablesen und dann in unserer Software eintragen. Damit hast du nun alles Wichtige, was du für den Anfang über die Dateierstellung in Affinity Designer wissen musst, an der Hand. Wenn du dich eher für Inkscape oder Adobe Illustrator interessierst, dann abonniere doch gerne den Kanal, um die Tutorials nicht zu verpassen. Sollten die Videos bereits online sein, findest du sie natürlich in der Videobeschreibung und der Endcard. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!